Servus, die Mauer, und grüß euch, die Buben. Ja, ich bin wieder ein bisschen unterwegs. Ein bisschen was schauen, dass das Weihnachtliche ein bisschen aufgebaut wird, das Zweite. Ja, bin heute in Ort an der Donau. Natürlich auch wieder an der Donau hier unten, aber mal ganz ein anderes Gebiet. War ich einmal vor Jahren, aber schon lange nicht mehr da. Und hier ist auch so ein Überlauf, den ihr schon von Stopfenreuth kennt. Und da hat sich eigentlich ein bisschen was angesammelt. Schaut gut aus. Ich will so eine kleine Runde laufen, so 5, 6, 7 Kilometer. Schauen wir mal, wie es wieder wird. Dürfte zum Schneien beginnen. Aber jetzt zeige ich einmal den Riesen da ein bisschen näher. Ja, leichte Schneeflanken sind schon. Und da sieht man, wie sie die Riesen, wenn Hochwasser ist, da hineinpflügen und eigentlich alles dicht machen. Ist gigantisch. Ja, haben eigentlich ein super schönes, klares Wasser. Hier noch ein paar Aufnahmen. Schaut irgendwie schon gewaltig aus. Ja, da drin im Wald ist es super windstill. Angenehm. Kann sich meine Verkühlung ein bisschen holen. Die habe ich immer noch nicht angebracht, aber was so ist. Ja, und das ist auch super ruhig. Ich glaube, ein bisschen Säuseln hört man vom Wind, aber echt schön. Ja, absolut geil. Also die Baumriesen fallen um. Bleiben da liegen, mit Moos überzogen. Extrem geil. Echt super. Ja, da kann schon mal passieren, dass solche Gebilde zum Vorschein kommen. Das ist ja urgeil. Der muss ja komplett hohl sein. Schauen wir sie an. Wow. Ja, also so manche Wege, die da eingezeichnet sind, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Schauen wir mal, so wie das jetzt ausschaut, endet ja im Nirvana. Ja, und da ist auch unser Breitschwanz der Biber am Werk. Und das Wasser ist so richtig grün da. Wahnsinn. Glaubst du, bist am Meer? Ja, schaut nach einer Sackgasse aus. Da hinter mir seht ihr die Pumpen, ÖMV. Methanol steht da am Behälter und so wie es ausschaut, bin ich in einer Sackgasse. Tja, Pech. Gehen wir wieder retour. Da ist also alles trocken und da. Entweder kommt das so durch, wahrscheinlich, weil Quelle wird es da keine geben. Und fließt dann da hinein. Sauber. Schaut geil aus und urig. Ah, da auch Glas klar. Das ist sicher durch den ganzen Sand und alles optimal gefüttert. Ich glaube sogar, dass man das trinken kann. Bedenkenlos. Super klar. Wahnsinn. Alter, das ist eine richtige Oase da. Bist du narrisch, ist das geil. Ah, da hinten ist sogar ein Hochstand. Das heißt, da drüben müsste vielleicht ein Weg sein. Mal schauen, wie weit wir da durchkommen. Ja, da durchkommen ist nicht so einfach. Überall Wasser.
gesperrt, mir war den Weg, aber ich muss da oben. Schaut nicht gut aus. Irgendwas ist da im Gebüsch. Da hat es geraschelt. Wahrscheinlich ein Wildsau. Dezenter Rückzug. Was so ist, ich schaue jetzt, dass ich den Weg wieder irgendwie finde. Oder ich gönne mir da irgendwo ein Päuschen mit einem Kaffee. Das klingt nämlich auch gut. So ein super Platzl finde ich sicher nirgends mehr. Das werden wir machen. Ja, ich denke, vom Platzl her ist es ja da recht angenehm. Und ich sehe gerade, der Biberlein hat mir da ein bisschen klein mit Spannung gemacht. Na, vielleicht werfen wir die Buschbox einmal wieder an. Na, schauen wir mal, richten wir mal alles her. Dann werden wir auf alle Fälle ein bisschen ein Trockenes mitnehmen. Ja, das schaut trocken aus. Stauben tut's. Ja, werden wir schon klar machen. Schauen wir mal, ob wir ein Feuer zusammenbringen. Ja, das wird zwar sicher nicht einfach werden, aber schauen wir, was wir zusammenbringen. Das ist ein Zunderfuchserl wieder mal mit einem. Warte. Das sollte ja eigentlich funzen. So, lass mal ein bisschen anbringen. Schauen wir mal, was sie da tut. Es stoppt zwar, aber ich glaube, das ist trotzdem nass. Na ja, es geht. So, auf damit. Und das Käfchen wird es bald geben. Ja, mein Lef macht das schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Da tut sich ein bisschen schwer mit Nassen, aber das wird schon. Jawohl, brennt schon. Ein bisschen was nach. Wenn es einmal brennt, brennt es. Das ist eine richtige Biberburg da. Den mir nicht wundern, wenn da welche da sind. Geil. So, schauen wir, was das Käfchen macht. Jawohl, der hat es auch geschafft. Obwohl, heute hat er sich wirklich angestrengt, aber passt. Jawohl, jetzt kommt wieder der gemütliche Teil. Wobei, gemütlich ist alles, aber ich kenn's mir ja. Ohne Käfchen geht einmal gar nichts. Aber schon überhaupt nichts. Jo, Freunde, ich wünsche mir wieder meinen ganzen Krankensessel alles Gute. Gute Besserung, dass man bald wieder gesund wird. Und natürlich an meine restlichen Kollegen, Freunde, Zuschauer und Sonstiges. Prost! Ah, ja. Ja, DLF hat sich heute ein bisschen schwer da. Also, DLF kann nichts dafür. Aber ein nasses Holz einmal zum Brenner bringen ist natürlich nicht einfach. Ah, da hinten ist schon ganz schön finster. Hm? Da ist es noch relativ hell, aber da hinten ist finster, wo ich hin muss. Ja, vielleicht fahren sie noch zum Schneimer. Schön heimgesunken da, aber so geil. Ja, da kann man es auch so ein bisschen Schneewald sehen, aber wirklich nur ganz dezent. Ja, das war's. Optimal. Ja, mein LF ist aus. Ah, okay.
Käffchen ist genossen. Ja, dann haben wir wieder zusammen zum Platzl und schauen wir wieder, dass wir in eine andere Richtung kommen. Der Rest passt. Gehen wir heim. Soll ich mir einer sagen, das Wasser schaut nicht edel aus. Also Freunde, mit einem Filter traue ich das jederzeit trinken. Überhaupt kein Problem. Da ist der Zulauf, also das ist nicht einmal stehens. Also diese Brombeerstreicher, das sind ein Hund. Also da bleibst du andauernd hängen. Da musst du so aufpassen, dass du nicht auf die Schnauzen fallst. Gewaltig. Ja, aber jetzt bin ich wieder am Weg heraus. Jetzt geht's wieder leichter. Ja, wieder am Rückweg, am selben Weg, wie ich gekommen bin. Ja, ja, was ich noch erwähnen wollte, ich habe ja zu Weihnachten eine Thermounterwäsche bekommen. Oasis oder so, glaube ich, heißt die. Die habe ich heute das erste Mal an. Die ist wirklich, also sowas von hauchdünn. Aber das ist ein Wahnsinn, wie warm das Zeug ist. Das hätte ich nie geglaubt. Ich hab die Hosen auch dazu an und das Leiberl langärmelig. Also ich habe schon die ganze Zeit die Jacken offen. Gigantisch. Ja, die Brücke ist wieder hinter uns. Jetzt müsste ich da ja rechts wieder retour gehen. Aber wir gehen jetzt ein Stück links. Da habe ich jetzt noch eine schöne Aussicht einzeichnen gehabt am Plan. Und jetzt schauen wir mal schnell. Ist nicht weit, 300-400 Meter. Ja, da links daneben, der kleine rote Punkt, muss die Aussicht sein. Das schauen wir uns an. Einmal gleich da. So, das müsste da sein. Aha. Da sind ein paar Mal umgeschnitten. Schauen wir mal, was wir sehen. Ja, mal aufpassen, dass ich nicht rausrutsche. Da drüben ist sicher Biberhöhen da unten. Ja, sieht man jetzt nicht so gewaltig viel, aber macht sich nicht schlecht. Da liegt auch ein Sticklerbaum am Weg. Ja, da ist ein schönes Gewichtel. Ja, den Baum haben sie zwar umgeschnitten, aber das Plastik haben sie da drauf hängen lassen. Naja, was gibt's denn hier? Nehmen wir's mit. Ah, so da. Ah, sind wir wieder beim Auto. Haben wir's geschafft. Ja, ich sag mal wieder danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Wünsche noch einen schönen Tag, schöne Woche und Servus die Marlon. Viert euch, die Buben.